Ja, Hallöchen, heute geht es um das Thema Partnerschaft. Wie oft höre ich, ja, ich wünsche mir einen lieben Partner. Sag ich, ja, was muss er noch haben? Ja, er soll einfach nur lieb sein. Das reicht einfach bei weitem nicht aus. Du solltest dir wirklich, wirklich Gedanken machen. Egal, weil soll dein Partner groß sein, soll er klein sein? Soll er schlank sein, durchtrainiert oder kann er auch ein bisschen Fülle haben? Ist mir egal. Nein, das ist eben nicht egal, weil wenn du ganz, ganz tief in dich hineinhörst, dann spürst du doch, was du gerne hättest und du merkst ganz genau, in welche Richtung das Ganze abläuft. Weil stell dir mal vor, du hättest gerne einen Partner, der groß ist, hast aber einen kleinen Partner. Ja, wonach sehnt es sich immer wieder nach einem großen Partner? Und damit tust du deinem Partner, der klein ist, einfach Unrecht, weil dein kleiner Partner kann nicht groß werden. Vielleicht lachst du jetzt auch darüber und denkst, boah, was ist denn das für ein Blödsinn? Nein, das ist kein Blödsinn, das hat einfach das Leben immer wieder gezeigt, dass wir Menschen immer wieder unzufrieden sind, unglücklich sind, weil wir nicht das haben, was wir eigentlich gerne haben möchten, aber wir haben auch nicht aufgepasst, ja, wir haben uns einfach nicht richtig auf den Weg gemacht. Das ist natürlich absolut bescheuert. Oder ich erlebe das oft bei den Männern, oh, ich wünsche mir eine Frau mit viel Busen. Und was hat er? Eine Frau mit wenig Busen. Das heißt nicht, dass eine Frau mit viel Busen besser ist als eine mit wenig Busen. Das ist einfach nur eine Geschmackssache. Ja? Und andere sagen, ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja? Ich mag viel Busen mag ich nicht. Ich mag Frauen mit wenig Busen, aber eine mit viel Busen. Ja, dann mach doch dir bitte vorher Gedanken. Und da gibt es natürlich den Spezialisten, die zu ihrer Frau sagen, hey, geh hin und ich hätte gerne einen größeren Busen. Die lassen sich dann operieren, machen einen größeren Busen. Andere lassen ihren Busen verkleinern. Mama mia, das kann doch alles nicht wahr sein. Die Natur hat uns das mitgegeben, was sie uns geschenkt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann habe ich jetzt irgend so einen Partner, der irgendeine Idee hat. Weil ich kenne jede Menge Fälle und ich bin mir sicher, du kennst auch so ein paar Fälle. Da haben dann die Frauen tatsächlich ihren Busen verändert in die eine oder andere Richtung und dennoch ist der Partner schwuppsdiwupps verschwunden. Und so gibt es viele, viele weitere Aspekte, die einfach in einer Partnerschaft wirklich zu beachten sind, damit sie gut läuft, damit ja, der Partner zufrieden ist, damit er glücklich ist, weil das hat ja auch eine sogenannte Wechselwirkung. Und es gibt natürlich welche, die gehen auch hin und sagen, nein, ich kriege das schon noch hin. Die versuchen, ihren Partner zu verbiegen. Wie verwerflich und pervers ist denn diese ekelhafte Nummer? Du sollst den Partner nicht verbiegen. Lass den Partner, wie er ist. Weil das tut man ganz einfach nicht. Oder möchtest du, dass permanent in dir rumgeschraubt wird? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du sowas magst. Darum, das, was du selber nicht magst, lass es doch bitte auch bei anderen tunlichst sein. Jeder soll doch die Partnerschaft leben, die für ihn wichtig ist. Und darum geht es bereits, sich im Vorfeld schon Gedanken zu machen. Ich habe darüber auch das Buch geschrieben, Ein Millionär als Traumpartner. Da gehe ich auf die einzelnen Belange ein und ich kann das einfach jedem sehr empfehlen. Mach dir wirklich ernsthaft Gedanken. Wie bekommst du eine wunderschöne, edle Partnerschaft auf die Beine? Eine Partnerschaft, wo du dich wohlfühlst und wo du nicht wieder irgendwas vermisst oder wieder in der Sehnsucht leben musst. Na, Motto, oh, es wäre schon schön. Weil du siehst ja selber, 50% der Ehen fliegen auseinander, die anderen 50%, davon sind 80-90% eigentlich Gänsefüßchen auch schon kaputt. Aber man bleibt dann irgendwo zusammen, bis es dann auch da Schnackel wird. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Darum mach dir im Vorfeld Gedanken, wo soll deine Reise hingehen. Dann arbeite daran, dass du auch in dein Leben genau den Partner für dich reinbekommst, der dir gut tut. Ich mache auch ab und zu ein Seminar darüber, das kann ich jedem nur sehr, sehr, sehr empfehlen, weil da gehen wir echt ans Eingemachte. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Tschüss, bye bye, ihr, euer Ernst Krameri.